Da vorne ist eine ziemlich breite befahrbare Strecke. Machen wir mal 1 plus hier runter. Ohne Hilfsmittel, ohne Hilfsmittel. Oh geil, guck mal hier, der schlägt sich richtig durch. Auch ohne Allrad, ohne Differentialsperre. Jetzt müssen wir weiter. Fahr weiter, nicht anhalten. Sonst unterdreht der Motor und wir würgen ihn gleich ab. Und da ist schon der nächste Punkt, um die Verdeckung aufzuheben. Ich fahre hier gerade ohne Rücksicht auf Verluste voll durch. Was geschaut, da müssen wir, hab ich gerade gedacht, irgendwo links muss es sein und da ist jetzt die Verdeckung, der Punkt zum Aufheben der Verdeckung. Hier können wir vielleicht die umhauen, ja genau, die Weichen direkt, die Knie nieder vom Truck. Die Tanne ist dann doch etwas schon zu groß, aber die anderen kleinen Bäume, die knien hier noch nieder vor dem Truck, der ist auch deutlich zu groß. Wir müssen gucken, dass wir da links vielleicht irgendwie langkommen. Und die Frage ist, wie kommen wir hier durch? Wo fahren wir hier am besten? So, ja. Und da runter. Sehr gut. Nächste Verdeckung, Nummer 3, ist gleich aufgehoben. Ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt sind. Ich glaube 8 oder so. So, dann lass uns mal kurz gucken. Wunderbar, jetzt haben wir hier oben alles sichtbar. Jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Nee, waren es. Doch. Doch, 8 Verdeckungen waren es dann. Und jetzt sind es nur noch 5. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt weiter. Nächste Verdeckung aufheben. Ja. Das machen wir jetzt auch erstmal. Wir heben jetzt erstmal alle Verdeckungen auf. So, dazu müssen wir hier links lang. Werden wir die Karte auch schon gut kennen dabei. Sehen dann schon mal hier einige Wege. Da vorne ist ein ziemlich breite befahrbare Strecke. Machen wir mal 1 plus hier runter. Ohne Hilfsmittel. Oh geil, guck mal hier, der schlägt sich richtig durch. Auch ohne Allrad, ohne Differentialsperre. Jetzt müssen wir weiter. Fahr weiter, nicht anhalten. Sonst unterdreht der Motor und wir würgen ihn gleich ab. Und da ist schon der nächste Punkt, um die Verdeckung aufzuheben. Ich fahre hier gerade ohne Rücksicht auf Verluste voll durch. Einfach mal drauf losgefahren. Ich weiß auch nicht, was da jetzt hinter dem... Oh, scheiße, hier geht's runter und hoch und, ja. Ich glaube, da ist... Ah, scheiße, da ist ein großer Fluss. Machen wir mal da rechts weiter. Ach komm, fahren wir mal zu... Ah, scheiße, hier ist das Wasser ziemlich tief, aber das geht noch. Es geht. So, erster Gang, fahren wir mal da rechts lang. Und 1 plus, ja, komm. Wunderbar. So, und dann hier drüber, genau. Und da können wir hoffentlich durch den Fluss durch, schnell. 1 plus und dann durch den Fluss. Mit 1 plus durch den Fluss, genau. Das war ja den Reim, den kennen wir ja schon mal aus irgendeinem anderen Teil. Komm. Ah, scheiße, war nicht nah genug ran. Rückwärts, vorwärts. Na, wisst ihr wohl. Das sind natürlich immer die dicken Steine da im Weg. Jetzt aber, komm. Ah, die drücken uns immer wieder rüber. Jetzt aber drüber und Verdeckung entfernt. Komm schon. Und entfernt. Sehr gut. So, jetzt sehen wir auch hier alles. Da haben wir den dicken Fluss. Der kommt wahrscheinlich irgendwie von da und fließt vielleicht hier runter. Weil hier haben wir keinen... Ja, dann wird er irgendwie so fließen. Und jetzt die Frage, ob wir so lang fahren oder hier runter und dann so und dann irgendwie so. Und da haben wir eine gute Straße. Ich würde sagen, wir folgen dir einfach mal und sollten dann ungefähr zu der Verdeckung kommen. Das heißt, wir müssen hier geradeaus und dann da links lang. Wobei es ist keine Straße, sondern halt einfach so ein breiter, matschiger Weg. Bloß nicht kippen. Das Gute ist ja, wir haben ja schon 3 andere Fahrzeuge. Aber mit denen können wir das hier nicht auf, wahrscheinlich wieder aufheben. Aber wir schalten ja vielleicht noch, vielleicht gibt es ja hier auf der Map noch ein, das 8x8, den 8x8 Lieferwagen, den 8x8 Lieferwagen bzw. Bergungsfahrzeug oder auch sogar das schwere 8x8 Bergungsfahrzeug. Und dann würden wir halt nach dem dann suchen und dann mit dem hier das Fahrzeug hier wieder aufheben, genau, aufheben, wieder hochziehen. So, und hier muss es jetzt aber irgendwo auf einem breiteren Weg, aber wir sind schon auf dem breiteren Weg.
Ah, wir sind schon die ganze Zeit da drauf gewesen. Das hier war gerade die Einbuchtung zur Verdeckung. Dann müssen wir irgendwo jetzt mal gucken, dass wir rechts rumfahren. Da vorne geht es eh rechts rum. Da geht's auch, hier geht es wieder ordentlich hoch, aber da wollen wir eigentlich nicht hin. Wir wollen ja in die Richtung. Licht können wir eigentlich auch mal ausmachen. So, und da schlagen wir uns hier durchs Gelände mit dem Fahrzeug. Das war jetzt, glaube ich, nicht gut. Keine gute Idee, hier rechts lang zu fahren, weil wir eher links lang müssen. Wobei, es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Sieht auch nicht schlecht hier lang aus. So, dann lasst uns mal gucken. Hier muss es dann irgendwo am besten in die Richtung weitergehen. Ja, das sieht doch nach einem direkten Weg dahin aus. Hier haben wir wieder einen breiteren Pfad, wo wir gerade drüber fahren. Ja, Motor abgewürgt. Ah, da ist er ja schon, der Punkt, um die Verdeckung aufzuheben. Ich wäre jetzt erstmal schön gerade ausgefahren. Gut, eigentlich ist der Motor abgewürgt. Wisst ihr, weil sonst hätte ich vielleicht den Punkt hier rechts gar nicht gemerkt. Rechts, 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 rechts. Ich werde nämlich jetzt einfach mal schnurstracks gerade ausgefahren. Ich dachte, es wäre nämlich noch viel weiter, aber es ist ja schon direkt hier bei uns gewesen. So, und da haben wir noch ein Fahrzeug zum Freischalten, und zwar den D537, das ist der 8x8 Lieferwagen, beziehungsweise das 8x8 Bergungsfahrzeug. Und die Frage ist, ob wir vielleicht durch den Fluss durch können und den freischalten können. Der sichere Weg ist natürlich dann hier entlang. Wobei, dann lass uns den sicheren Weg fahren. Oder wollen wir... Ah, da ist noch Kraftstoff, haben wir auch jetzt freigeschaltet, oder wollen wir erst hier das fahren? Das sieht so aus. Ja, hier geht es nochmal ordentlich hoch. Lass uns erstmal hier hochfahren. Komm, wir fahren da erstmal hoch. So. Das andere Fahrzeug können wir ja auch, falls wir uns mit dem hier festfahren sollten, mit den anderen noch freischalten. Das ist ja jetzt nicht das Problem. So, warte mal. Jetzt mussten wir zurück und dann da den Pfad hoch. Müssen wir ein bisschen die Hilfsmittel ausschalten, dass wir ein bisschen weniger Kraftstoff verbrauchen. Alter, der ist aber auch wieder ganz schön demoliert. Eieieiei, großer Gott, ist der demoliert. Und 1 plus und jetzt... Genau, wunderbar. Da kommt man auch manchmal ohne Hilfsmittel gut voran, wenn man mit 1 plus fährt. So, und da geht es jetzt ganz schön hoch und da muss dann irgendwo oben die nächste Verdeckung zu entfernen sein. Ja, hier brauchen wir gar keine Allrad-Diff-Sperre, das bringt hier überhaupt nichts. Eher nur Nachteile bringt es mit sich, dass man halt dann mehr Kraftstoff verbraucht. So, Leute. Gucken wir mal, was da jetzt gleich ist, wenn es hier flacher wird. Wahrscheinlich auch eine Kurve, oder? Ja. So eine, ja, geht hier auch in Serpentinen hoch. Dann würde ich sagen, fahren wir einmal hier rum. Andere Möglichkeit haben wir eh nicht. So, das sieht schon geil aus, das Fahrzeug hier, weiß. Ist von vorne etwas angeschlagen, ja. Ja, ja, ja. Guck mal hier, da machen wir ordentlich Höhenmeter. Also hier lässt sich bestimmt auch mit dem Langholz langfahren, aber da die asphaltierte Strecke, die ist zu schmal, um da mit Langholz hochzufahren. So. Und da bin ich mal gespannt, was wir noch für Fahrzeuge finden. Wir haben jetzt schon den C4320, C6522, B130 und D537, und ich gucke gar nicht auf den Bildschirm, weil ich hier nur links auf die Listen gucke, und deswegen habe ich gerade gar nicht aufgepasst, wo ich hingefahren bin, und jetzt hier voll in den Matsch rein. Aber wir haben ja die Hilfsmittel nicht an, deswegen kommen wir nicht voran, und sobald wir sie angeschaltet haben, kein Problem. Gehen wir hier auf Tauchgang? Nö, nicht wirklich. So, ich würde sagen, wir fahren rechts lang weiter. Wir haben jetzt den Hügel hier erklommen, sind ganz oben. Oh, und hier gleich aus dem Wasser raus, dann geht er wieder richtig ab. Ab wie die Post. Ab geht die Post. So. Jetzt müsste es eigentlich wahrscheinlich vor uns liegen. Ah, nee. Ah, scheiße, wir hätten erst... Nee, wenn wir jetzt hier so hochgefahren sind, lass uns erstmal die Verdeckung aufheben. Weil wir da wahrscheinlich... Die sind wahrscheinlich auch hier oben. Das heißt... Wir müssen in die Richtung nach da irgendwo fahren. Also wir müssen halt ziemlich mit dem Kompass arbeiten. Oh, scheiße. Nicht nach hinten kippen, nicht nach hinten kippen. Fahr vorwärts, vorwärts, vorwärtsgang. Ja, wir müssen halt echt ganz schön mit dem Kompass arbeiten. Na, in die Richtung... Na, vielleicht müssen wir da lang. Oder wollen wir es hier rechts probieren? Ich
würde jetzt. Oder sind wir gerade da hoch? Ne, wir sind gerade da hochgekommen. Ich will halt jetzt auch nicht wieder runterfahren. Oder wir fahren jetzt in die Richtung und gucken, dass wir irgendwo einen Weg nach links finden. Lass uns lieber hier lang fahren. 1 plus. Hätte ich eigentlich schon früher machen können. Dann wieder Hilfsmittel aus. Nehmen wir das Allrad an. So, warte mal hier. Hier geht's links. Scheiße, unterdreht. Und Motor aus. So, und wieder starten. Ja, hier müssen wir links. Irgendwie müssen wir jetzt hier mal links. Oh, da vorne ist Beleuchtung. Entweder Werkstatt oder asphaltierte Straße. Ich sag mal asphaltierte Straße, wobei Straße ist ja eigentlich meistens oder ist eigentlich asphaltiert. Oder da vorne ist einfach nur so Wohnhäuser halt. Komm schon. Bahn dir einen Weg hier durch. Hätten eher da etwas weiter. Fahren wir zurück. Genau, das passt. Hier hätten wir eher drüber fahren sollen. Ich fahre hier gerade irgendwie durch das, wo es so matschiger gar nicht mehr geht. So, da kommt er wieder raus. So, also ein bisschen weiter links und dann geht es gleich besser. Genau, sollten halt nicht möglichst über die dicken Steine fahren, sondern da genau zwischendurch. Und dann ist das Ganze kein Problem. Geht auch mit 1 plus. Nee, geht's nicht. Rückwärtsgang wollen wir nicht. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Noch ein bisschen nach rechts müssen wir rüber. Aber da vorne geht's eh rechts am Weg. So, wieder Hilfsmittel aus und 1 plus. So, und hier. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, hier geht's runter. Eieieiei. Oh, hier geht's runter. Scheiße, hier geht's runter. Alter, geht's hier runter. Da unten das Gebäude sieht auch nicht mehr so gut aus. Machen wir mal die Handbremse ran. Und wir sind gerade irgendwo ganz irgendwo da, wo die Verdeckung nicht aufzuheben ist, sondern mehr in die Richtung hätten wir gemusst. Scheiße, wir hätten da noch mehr die Straße den Weg lang fahren sollen. Alter Scheiße, geht's hier runter. Also hier kann man zwar runterfahren, aber nicht mehr wieder hochfahren. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal Rückwärtsgang rein und wieder zurück. Hoffentlich kommen wir da hoch, sonst müssen wir irgendwie anders nochmal. Hier müssen wir da runter und einen anderen Weg wieder hochfahren. Komm, zeig deine Kraft, deine ganzen PS, die da verbaut wurden. Kann man vielleicht irgendwie. Ich kann die Kamera auch nicht so drehen, dass wir irgendwas sehen. Deswegen weiß ich nicht, ob da vielleicht ein Windenpunkt wäre oder so. Doch jetzt vielleicht so. Da ist was. Glück gehabt. Oder nicht. Nein. Da liegen wir. So ein Mist aber auch. So, das Fahrzeug ist gekentert. Da liegen wir nun mit dem. Gut, das war's. Das Fahrzeug liegt und ist am Ende seiner Kräfte. Dann wird das Fahrzeug jetzt eingesetzt, würde ich sagen. Erstmal auftanken und wir schalten dann jetzt, würde ich sagen, den hier frei, der hoffentlich auch dann fahrbereit ist. So müssen wir hier runter, hier entlang und dann dahin. Ich hoffe mal, der ist fahrbereit und muss nicht erst irgendwie repariert werden. Wobei, dann wäre es vielleicht keine schlechte Idee, da wir nicht wissen, wie der Zustand von dem. Oh, fuck. Der hat 400 Schaden. Nee, komm, wir fahren mit dem Kraftstoff. Mit dem C6522 und schalten erstmal den hier frei. Also hier vor, da durch und da auf den Weg. Okay, finden wir bestimmt irgendwie. Dann können wir auch da rechts. Ne, rechts rein. Gut, dass wir damals nicht rechts reingefahren sind. Weil dann wären wir irgendwie da rausgekommen. Also da haben wir hier mit dem linken Weg schon die richtige Entscheidung getroffen. Hier haben wir jetzt natürlich auch die Straßenräder dran. Also nichts für richtig gute Geländegängigkeit. Aber da kommen wir auch irgendwie voran. So, 1 plus. Fahren wir hier vorbei. Jetzt gucken wir uns mal einen Alternativweg an.
Ach du Scheiße, hat der viel Schaden. Eieieiei, der hat schon viel Schaden. Hab ich gar nicht gemerkt. Der hat ja schon 400 Schaden. Oh, wow, wow. Und mit dem bekomme ich immer so schnell so viel Schaden. Muss ich jetzt echt mal ein bisschen vorsichtig mit dem fahren. So, jetzt irgendwie da runter. Das heißt hier links. Alter, da wo wir eben mit dem umgekippt sind, das ist aber auch echt eine richtig steile Stelle. Da geht's ja mal richtig runter. Und ich würde sagen, wir heben dann erstmal mit dem D537 die anderen Verdeckungen auf. Und danach werden wir den anderen erst wieder aufstellen. Da geht's ja, alter Scheiße, ging's da runter. Uiuiui, den habe ich jetzt hier aber auch richtig in den Matsch reingelegt. Richtig eingesaut. Nein, so wird das nix. Komm, rüber mit dir. Jetzt. Lösen, 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 lösen. So, und 1 plus. So, mit 1 plus kommen wir auch mit den Straßenrädern hier gut durch den Matsch, hoffe ich. Ja, da wird alles schön hochgeschleudert. Er sieht aber auch aus, mein lieber Mann. Total eingesaut. So, noch fast 200 Schaden kann er bekommen. Ich hoffe mal, dass ich ihm nicht zu viel Schaden zufüge. Komm, Gas, fahr weiter nicht, dass der Motor unterdreht. Komm, fahr, 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 fahr. Da Licht ist schon aus. Ist nur das Tagfahrlicht sozusagen, was an ist. Fahr, fahr, fahr. Ja, wunderbar. Und hier gleich aus dem Wasser raus. Und dann geht er wieder richtig ab. Da zieht er nur davon. So, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Ich will jetzt eigentlich nicht auf die Karte gucken, weil halten wir an. Genau, da vorne links. So. So, so. Oh nein, plus. Also mit 1 Plus kommen wir echt gut zurecht, auch so mit der Reinschalten und so weiter. Also das läuft echt grandios. So, jetzt dürfen wir natürlich noch nicht den Abzweig verpassen. Ich glaube, das sieht hier ziemlich danach aus. Und ich bin natürlich hier schön wieder mitten im Matsch reingedüst, weil ich so gar nicht geguckt habe, wo ich gerade hier reinfahre. Ich habe eher weiter vorausgeschaut, wie es da vorne aussieht mit dem Abzweig. Und deswegen habe ich gar nicht geschaut, wo ich hier reinfahre. Hier links ist, glaube ich, besser. Da ist nicht so der tiefe Matsch. Oh, dusch, ja, da wieder schön viel Schaden hier zufügen. Scheiße, der kann gleich nur noch 100 Schaden bekommen. Ich sollte etwas mehr aufpassen. Ich hoffe mal, der D537 ist fahrbereit. Wenn nicht, also gut, Kraftstoff, kein Problem. Aber bitte nicht, dass du so viel Schaden hast, D537. Weil dann hätten wir doch eher mit dem 6500, mit dem 4300, mit dem C4320 mal dahin gefahren sollen. Erstmal den Scheiße. Hätten wir noch lieber repariert, als wir den hier gefunden hatten. Komm schon, das stehst du noch durch, das stehst du noch durch. Der qualmt und da sprüht.